Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal Bricktendo. Und wie versprochen, heute mit einer kleinen Besonderheit, fast schon eine kleine Rarität, weil es es nicht mehr gibt. Und zwar die Eisenbahn, beziehungsweise, nee, nicht die Eisenbahn. Halbe Eisenbahn würde ich behaupten, aber es ist eigentlich eine Straßenbahn. Darauf wollte ich raus. Eine Straßenbahn mit Eisenbahnmotor, das heißt. Die neueste Technik von Lego, also Powered Up, ist verbaut und ihr könnt die ferngesteuert fahren lassen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ist es nicht ein Haufen Arbeit und kostet es nicht einen Haufen Geld? Jein. Und zwar, dieses Modell hier kennt ihr vielleicht schon. Und zwar ist es aus der 60097. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig aufgeschrieben. Ich würde es auch unten in die Videobeschreibung packen. Das ist die Straßenbahn aus dem großen Stadtzentrum von 2014, 2015 ungefähr, so in der Richtung. Und da gab es die Straßenbahn. Die gibt es aber, oder das Set gibt es nicht mehr zu kaufen. Und EOL, wisst ihr, ist immer teuer. Das heißt, ich müsste mir das Set kaufen komplett, hätte keine Verwendung für die anderen Sachen im Set quasi, weil da waren Gebäude drin, Autos drin und so. Und da habe ich beschlossen, hey, ich rebricke das Ganze. Die Anleitung gibt es ja bei Lego. Die Teile musste ich mir dann zusammenfriemeln, zusammen raussuchen und auch bestellen. Und so bin ich bei einem Betrag gelandet von 50 Euro ungefähr, 55 Euro mit Versand und habe sie mir aber in Rot nachgebaut. Also nicht im Originalton Orange, weil Original war sie Orange, sondern in Rot. Der Rest ist komplett gleich. Ich habe Sticker angebracht, habe mir die originalen Sticker bestellt, alles genau gleich. Und dann habe ich eine Anleitung gesucht für die Motorisierung. Und in dem Fall war die Motorisierung ganz einfach. Setz euch einen Link unten rein von Master Builders, das ist ein YouTube-Kanal. Und die haben eine Art, die hat, das ist eine Frau in dem Video, die hat eine Anleitung gemacht, wie man dieses Set hier umbaut, allerdings auf Power Functions. Aber da Power Functions Batterieboxen ja die gleichen Größen haben wie Powered Up Batterieboxen, ist es identisch. Ich habe ein paar Sachen abgeändert, würde ich euch auch gleich in der Detailansicht zeigen. Aber an sich ist es eine coole kleine, oder was ist kleine? Eine relativ große Straßenbahn, die fahren kann. Und Achtung, der Clou, denn ich habe Powered Up Licht verbaut. Ihr habt ein dimmbares Licht. Gut, dimmbar ist immer so ein bisschen unnötig eigentlich, aber ich hau es immer auf volle Bulle. So, dann habt man ein Licht drin und fährt damit. Ist doch cool, oder? Also. Ich hatte sowas schon mal, wer sich erinnert, ich hatte ja auch mal eine kleine City, Grüm City. Ich verlinke es einfach. Oder habe ich die Videos noch? Wenn ich die Videos noch habe, verlinke ich die. Und da fuhr die Straßenbahn auch schon motorisiert rum, allerdings noch mit Power Functions 1.0, also mit diesen großen Fernbedienungen, Infrarotempfänger und so. Da muss man auch immer hinzielen, dass man das trifft. Und damit ist die Reichweite größer und ihr könnt euch Platz sparen. Ich würde aber einfach sagen, ich habe jetzt genug gelabert. Ihr seht, dass sie fährt. Und ich mache jetzt einfach mal mit euch eine kleine Detailansicht und zeige euch im Detail, wie ich das ungefähr eingebaut habe. Und wenn ihr es nachbauen wollt, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist das YouTube-Video von Master Builders oder Master Builder. Egal, ich verlinke es euch. Und da könnt ihr auf jeden Fall nachbauen. So, aber jetzt zur Detailansicht. So, und wie versprochen haben wir jetzt natürlich die Detailansicht. Sorry für die Sonne, aber. Das ist gerade so geil, so nicht. Da habe ich ein bisschen ja, den Rollladen hochgemacht. Ja, was wollte ich euch jetzt eigentlich zeigen? Nun, ihr seht, hier ist ein Sticker drauf. Ich kann auch das ganze Ding mal hochheben. Es ist verbunden mit Kabeln. Das seht ihr vielleicht auch hier. Hier geht ein Kabel durch, hier geht ein Kabel durch. Und ihr seht, ich habe Sticker aufgebracht. In dem Fall sehr, sehr sauber aufgeklebt. Also es sieht aus, wie wenn die hinter der Scheibe kleben würden und wenn das gar keine Sticker wären. Sind aber Sticker hier, die 279, Water und Electrics. Hier ein Fahrrad. Hinten nochmal die 279, Water und Electrics. Andere Seite übrigens genau gleich. So, nun, wie habe ich das Ganze gemacht? Also, ich setze das Ganze hier mal ab. Letztendlich folgendermaßen. Ich fange mal am besten hier an. Man kann das Ganze auch hochklappen. Und zwar. Ich gucke mal, ob ich ein bisschen reingezoomt bekomme. Ja, bekomme ich reingezoomt? Ja, doch, das sollte doch gehen. Ja, doch, genau. Ihr seht es hier schon.
Das hier ist ein kompletter Eisenbahnmotor. Und ich knicke euch das ganze Ding mal ein bisschen um. Das hier ist ein Eisenbahnmotor von Powered Up in dem Fall. Der wurde aufgebockt, oben eine Platte drauf und hinten geht ein Kabel raus. So weit, so gut. Und das seht ihr auch übrigens in der Bauanleitung, die ich euch verlinken möchte, beziehungsweise dem Bauanleitungsvideo. Da macht es aber die gute Frau vom YouTube-Kanal Master Builders mit einem Power Functions Motor, aber das ist egal, die sind komplett baugleich, außer eben die Anschlüsse. So, das dazu. Kabel, wie gesagt, kommt hinten raus. Na, das habe ich euch ja gezeigt. Jetzt machen wir wieder raus. Ich drehe mal die ganze Schose hier ein bisschen rum, um euch dann zu zeigen, wie ich die Kabelführung gemacht habe. Denn die Kabelführung ist immer so eine kleine, naja, fast schon eine Glaubensfrage. Ich probiere euch das zu zeigen und zwar, die Spiegelung ist schon ein bisschen, ja, doch, ihr seht es ganz gut. Also hier Eisenbahnmotor, kommt Kabel raus und es muss ja auch hier praktisch mitten durchgehen, denn hier sitzt der Powered Up Hub. Der hätte hier nicht mehr reingepasst, ne? Ich habe mich so entschieden, das zeigt ihr in dem Video auch ein bisschen anders, aber ich möchte oder wollte das so machen, weil es einfach die geschickteste Idee war. Hier ist im Prinzip eine 1x2-Plate fehlend. Trotzdem ist das Ganze noch stabil, weil es hängt an den ganzen Dingern da dran. Und ja, geht hier durch, wird fixiert und passt. Da drüben gleiches Spiel nochmal. Kann man auch noch aufklappen übrigens hier, ne? Und ja, Kabel kommt dann hier durch und geht in den Powered Up Hub. Das zeige ich euch dann hier. So, da hockt er drin. Hier drin ein Powered Up Hub. Der untere Wagen ist unberührt quasi oder fast. Die originalen Reifen sind noch dran. Deswegen klackert es auch so ein bisschen. Aber keine Sorge, die können dranbleiben. Oben Powered Up, der ganz normale Hub. Hinten gehen zwei Kabel rein. Ein Kabel vom Eisenbahnmotor und ein Kabel von vorne von der Beleuchtung. Und die Beleuchtung, die zeige ich euch auch noch kurz. Das ist so ein bisschen jetzt ein Eigending von mir gewesen quasi, weil ich das unbedingt wollte. Ich kann das ganze Ding, es ist ein bisschen unhandlich, muss ich zugeben. Aber vielleicht erkennt man das, wenn man hier reinguckt. Hier drin sitzen zwei Lichter. Und da sind so zwei, ich nenne das immer Scheinwerferhalter, das sind so Bricks mit Löchern drin. Die sind original auch da drin, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle. Ja genau, die sind auch da drin, die habe ich halt in Schwarz jetzt gewählt und habe dann ja, die Lichter reingepackt. Das hat gut gepasst, war auch platztechnisch. Ihr müsst halt euch auch im Klaren sein, man sieht natürlich die Kabel. Ne? Also da muss man jetzt nicht, da muss man ja nicht drüber reden, dass man auch Kabel sieht bei so einem Teil. Ich kann die nicht irgendwo unten drunter laufen lassen, das wird sehr schwierig. Dann, ja. Ne? So, hier ist die Detailansicht. Ich habe es jetzt aber falsch rumgedreht, ich trottel. Denn wir haben eigentlich, ich kann mal gucken. Ja, jo, ihr seht es. Das Licht hier, hier ist ein kleines Licht an und jetzt ist es aus. Also man kann mit der normalen Powered-Up-Fernbedienung die Scheinwerfer einschalten und kann es fahren lassen. Ihr hört es vielleicht, ich habe zwar ein Ansteckmikrofon, aber ihr hört es vielleicht trotzdem. Es klackert so ein bisschen. Das kommt einfach von den kleinen Rädchen. Nicht vom Eisenbahnmotor, sondern von den Rädchen, die serienmäßig in der Straßenbahn verbaut waren. Ich finde das ganze Teil hier mega hübsch. Also mir hat die Straßenbahn generell sehr, sehr gut gefallen. In Rot, muss ich zugeben, gefällt es mir noch viel besser. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Rot sieht für mich einfach besser aus wie das Orange. Ne? Das ist einfach mal so meine Meinung. Die Sticker kann ich euch empfehlen. Kauft sie euch bei Bricklink. Da kosten die einen Bruchteil von dem, was es bei eBay kosten würde. Bei eBay seid ihr bei 15 Euro für einen Stickerbogen. Und das ist, naja, jenseits von Gut und Böse, finde ich. Ist eine coole Geschichte. Ihr habt jetzt eine gute Reichweite. Ihr habt Platz gespart. Denn normalerweise würde hier irgendwo, also hier hinten, würde quasi noch einen Infrarotempfänger rein müssen. Ich habe es jetzt so gelöst. Kann ich auch noch mal kurz zeigen. Da hinten drin. Kommen wir mal hinzoomen. Ja, man sieht es doch. Da hinten drin sind jetzt Sitze drin. Da vorne ist noch sogar Platz für einen Lokführer theoretisch. Und ja, das ist eine coole Sache. Finde ich, ist für jede City irgendwie eine Bereicherung, wenn so ein Teil hier rumfährt. Und es muss ja nicht immer ein Zug sein. Den habe ich euch übrigens auch schon gezeigt, beziehungsweise ich weiß die Reihenfolge gar nicht. Vielleicht zeige ich ihn euch auch irgendwann demnächst.
Das ist ein Mini-Zug. Kann man auch machen, aber ja, nicht jeder ist ein Zugfan in dem Sinne, sondern manche mögen auch Straßenbahnen und wollen jetzt keinen Güterzug oder Personenzug in der Stadt haben. Von daher, das hier ist mein Rebrick. Ich werde es wahrscheinlich Mod nennen im Videotitel, weil gemockt habe ich es. Ja, vielleicht ist auch ein Mock, ich weiß es nicht. Ich habe die Farbe geändert und habe ein paar Verbesserungen vorgenommen in der Stabilität, habe ein paar Plates ergänzt und so. Ne? So das Übliche, aber mehr habe ich auch nicht gemacht. Von daher, die Idee, die Grundidee, Grundset ist von Lego. Die Komponenten habe ich eingebaut. Und die Umbauanleitung, die ist von Masterbuilders bzw. Masterbuilder. Mache ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Ich habe es, glaube ich, jetzt schon 100-mal gesagt. Da seht ihr, wie ihr das ganze Ding hier umbauen könnt. Von mir eine ganz klare Empfehlung, kauft es euch bzw. baut es euch vielleicht einfach nach. Die Preise gehen ja eigentlich ganz gut. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet bzw. wie ihr diese Straßenbahn einfach findet. Und ich würde mich über einen Kommentar freuen, über einen Daumen nach oben natürlich auch. Und ja, bleibt gesund, habt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr das Video anguckt. Und ich würde sagen, Servus!